Rund 100 aktive und motivierte junge Menschen machen ihre Lehre bei Rieter in 5 verschiedenen Berufen. Man ist nie allein, hat immer die Lernenden, die immer unterstützen. Wir haben gute Vorgesetzte, ein cooles Team und freue mich jeden Tag, um hier hinzukommen. Speziell gut gefällt mir, dass die Leute sich da gegenseitig vertraut und mir auch. Da haben wir die Möglichkeit, fein und günstig zu essen. Wir haben immer wieder Anlässe, das ist eigentlich relativ cool. Es macht immer mega viel Spass und es ist auch lässig, andere Leute kennenzulernen. Wenn man sich halt in der Schule Mühe gibt, dann kann man auch den Lohn so beeinflussen. Es ist sicher gut, wenn man am Schluss einen Batzen mehr hat. Rieter ist ein führender Hersteller von Spinnereimaschinen und Textilkomponenten. Beim innovativen und internationalen Traditionsunternehmen stehen die Mitarbeitenden und die neuesten Technologien im Mittelpunkt. Pro Lehrjahr bildet Rieter 6 Polymechaniker aus. Die ersten beiden Jahre arbeiten die zukünftigen Polymechaniker in der Lehrwerkstatt und erlernen die wichtigsten Grundfertigkeiten. Dabei wird an aktuellen Rieter-Produkten geschaffen. In meiner Grundausbildung lerne ich bohren, drehen, fräsen und montieren. Ich finde es gut, dass wir echte Kundenaufträge haben. Und in unserer Montageabteilung sehe ich auch, wie das Produkt schlussendlich aussieht. Im dritten und vierten Lehrjahr haben die Lernenden bei Rieter die Möglichkeit, den Schwerpunkt ihrer Ausbildung in den Bereichen Montage, Automation, Qualitätssicherung und Teilfertigung zu legen. Im vierten Lehrjahr habe ich auf Montage abgeschlossen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, in die Türkei auf Auslandmontage zu gehen. Das war eine super Erfahrung für mich. Und ich habe mich entschieden, in Zukunft als Serviceingenieur tätig zu sein. Die Ausbildung zum Polymechaniker ist bei Rieter sehr vielseitig. Im vierten Lehrjahr habe ich mich in die Fachrichtung Automation spezialisiert. Ich durfte für einen Kunden die gesamte Anlagensteuerung erstellen und programmieren. Und nach der Lehre gehe ich an die Fachhochschule studieren. Rieter unterstützt den Besuch der BMS während der Lehrzeit und ermöglicht damit den jungen Berufsleuten den prüfungsfreien Zugang an die Fachhochschule. Im Lehrberuf Kaufmann oder Kauffrau fangen jedes Jahr 6 Lernende ihre Ausbildung bei Rieter an. Nach der Einführungsphase werden die Lernenden in die Abteilungen eingeteilt und übernehmen bereits ihre eigenen Aufgaben und Verantwortung. Also wir arbeiten viel mit der Produktion zusammen. Das heisst, ich sehe ein Produkt, das wir hier herstellen und komme in Kontakt mit verschiedenen Personen und Abteilungen. Insgesamt arbeiten Kaufleute bei Rieter während ihrer Ausbildung in 4 verschiedenen Abteilungen. Die Vielfalt der Abteilungen in der Rieter gibt mir die Möglichkeit, unterschiedliche Arbeiten sowie Bereiche kennenzulernen. Und so sehe ich, wo meine Stärken sind. Rieter bietet auch internationale Kontakte und die Möglichkeit, Fremdsprachen anzuwenden. Jedes Jahr werden 10 neue Lernende zum Konstrukteur ausgebildet. Während der ersten beiden Lehrjahre in der Konstruktionsschule erlernen sie die Grundlagen des Berufs. Unser wichtigstes Hilfs- und Arbeitsmittel ist das CAD, ein Computerprogramm, das wir zum dreidimensionalen Konstruieren benutzen und Teile so direkt in die Fertigung weitergeben. Alle Lernenden im zweiten Lehrjahr arbeiten in 2er- oder 3er-Teams selbstständig während 6 Monate an einer Projektarbeit für einen Kunden. Am Ende steht dann ein fertiges Produkt, wie der Turm für ZHAW. Ich fand es sehr spannend, dass wir unser Projekt von der Idee bis zum Verkauf selber planen und realisieren. Bei technischen Fragen oder Problemen haben wir immer Hilfe bei unseren Fachleuten gefunden. Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat mir sehr Spass gemacht und ich bin stolz, dass unser Produkt funktioniert und dem Kunden gefällt. Bei der Projektarbeit, aber auch in den folgenden Lehrjahren, haben Konstrukteure bei Rieter engen Kontakt zur Produktion und können dort sehen, was aus ihren Entwürfen entsteht. Im letzten Lehrjahr bekommen je 2 lernende Konstrukteure und Kaufleute die Chance, Wohn- und Gartenaccessoires bei Creative Solutions zu produzieren und zu vermarkten. Creative Solutions ist die Lehrlingsfirma von der Rieter, die wir selbstständig führen. Wir entwickeln Produkte und präsentieren sie an unseren Messen und an unseren Kunden. So lernen wir eigentlich, wie es ist, selbstständiges Unternehmen zu führen. Diese selbstständige Führung motiviert uns sehr und macht auch riesen Spass. Rieter übernimmt in der IT jedes Jahr einen Lernenden vom ZLI und bildet den dann während weiteren 3 Jahren zum Informatik-Supporter aus. 2 Jahre arbeitet er im Service-Desk und 1 Jahr in der Server-Netzwerkabteilung. Ich schätze sehr, dass ich mich da handwerklich betätigen kann.
Computer und Drucker auseinandernehmen, Teile zusammensetzen und diverse Software installieren. IT-Supporter sind nicht nur in der Werkstatt im Einsatz, sondern überall in der Firma, wo Probleme auftreten oder Geräte neu installiert werden müssen. Die Arbeit im Betrieb ist sehr abwechslungsreich und spannend. Wir haben jeden Tag neue Herausforderungen. Jeder User, den wir zufriedenstellen können, ist ein glücklicher User und motiviert uns immer mehr. Alle 3 Jahre bildet Rieter einen Textiltechnologen aus. Die Ausbildung bietet während der Lehrzeit und im Anschluss daran vielseitige Möglichkeiten. Ich arbeite täglich mit Laborgeräten und schätze den Kontakt zu unseren Produkten wie Garn- und Spinnmaschinen. Willst du einen Beruf mit Zukunft? Dann komm auch du zu Rieter.